herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und mein heutiger Gast ist die Andrea Heidmann. Andrea, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, vielen Dank, Christoph. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, es freut mich sehr, dass du hier bist. Und zwar, du bist ja leidenschaftliche Kommunikations- und Kundenservice-Trainerin. Ich hoffe, ich habe das richtig so gesagt. Und das ist ja auch ein recht interessanten Wandel auch in deiner Karriere. Da ist Hotelgewerbe drin, da ist Springreiten drin, Bankenumfeld. Und heute bist du ja selbstständig und mit deinem Leidenschaftsthema Kommunikation und eben Spezialisierung auf die Frau im Business. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst? Ja, das kann man gut so sagen. Kann man gut, aber du wirst das wahrscheinlich nachher noch ein bisschen genauer sagen. Genau. Da freue ich mich noch drauf. Ich möchte dir auch gerne die Einstiegsfrage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Ich glaube, das wäre viele Wege führen nach Rom. Mhm. Viele Wege führen nach Rom. Sehr schön. Genau. Super. Jetzt, bevor wir dazu noch kommen, also die Wege nach Rom, was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Ursprünglich gelernt habe ich Restaurantfachfrau und Hotelfachfrau. Ich komme aus der Luxushotellerie und habe meine Ausbildung in Hamburg im Hotel für Jahreszeiten gemacht. Schön. Ja, das war wirklich Klasse eine Hotel. Tolle Schule. Ja, genau. Hart, aber sehr gut. Okay. Und wie ist dann weitergegangen? Ich habe später noch eine Weiterbildung zur Marketingfachfrau gemacht, was auf jeden Fall sehr interessant war, insbesondere auch zum Thema Verkaufen. Verkaufen muss schließlich jeder in irgendeiner Form. Aber am meisten für meine jetzt aktuelle Situation hat mir die Weiterbildung zur Ausbilderin mit eidgenössischem Fachausweis weitergeholfen. Na, da ging es vor allem natürlich um Methoden, die wichtig sind fürs Trainerdasein, sei es jetzt didaktischer, methodischer oder rhetorischer Natur. Aber am meisten profitiert habe ich da effektiv von den Trainern, die dann als Vorbilder oder auch eben gerade nicht als Vorbilder fungiert haben. Und ich habe wirklich einen großen Augenmerk darauf gelegt, zu schauen, was passt an ihrem Verhalten für mich in der Situation als Teilnehmende und was passt auch eben gerade nicht für mich. Und da dann sozusagen eine To-Do- und Not-To-Do-Liste für mich als Trainerin dann draus gemacht. Genau. Okay. Und wie hat sich dann deine berufliche Laufbahn entwickelt? Ich habe da eben gesagt, Hotelgewerbe, Springreiten, Bankenumfeld. Wie hat sich das entwickelt bei dir? Ja, man könnte sagen, eben mein Lebenslauf ist wirklich sehr bunt. Nach der Ausbildung im Hotel bin ich nach Kanada gegangen. Das sollte ursprünglich für 6 Monate sein und ursprünglich auch nur zum Reiten, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt hast du wirklich viel gearbeitet und jetzt widmest du deinem Hobby nochmal etwas Zeit. Und aus den 6 Monaten sind 2 Jahre geworden und ich habe dann vor allem da auch als Eventmanagerin gearbeitet auf der größten Springreitanlage der Welt und dort die Turniere, Sponsoren-Events, aber auch Hochzeiten mit organisiert. Und als das nach 2 Jahren dann zu einem Ende gekommen ist, hat es mich zum Mediamarkt verschlagen, was insofern ungewöhnlich ist, weil ich Mediamarkt aus Kundensicht wirklich sehr schlecht fand und es mir nie hätte träumen lassen, da zu arbeiten. Aber es war eine wirklich großartige Erfahrung und ich habe unglaublich viel dort lernen können. Und es hat wirklich meinen Horizont massiv erweitert. Und im Anschluss, da war dann mein Mann mit ausschlaggebend für, der sagte, Mensch, du schwärmst immer so von Kanada und vom Ausland und kannst du dir vorstellen, dass wir auch gemeinsam ins Ausland gehen? Und da habe ich dann gesagt, ja, von mir aus, sag mir wohin, ich komme mit. Und habe ihm dann auch die Wahl überlassen, weil ich dachte, in der Hotellerie werde ich immer weltweit einen Job finden können. Und so ist es dann die Schweiz geworden und für mich tatsächlich dann erstmal noch wieder zurück in die Hotellerie, aber irgendwann dann doch die Idee,
es wäre schön, einen geregelten Job zu haben, nicht immer wie verrückt Überstunden für wirklich dem Arbeitsaufwand entsprechend schlechte Entlohnung zu bekommen. Und habe mich dann ganz klassisch für einen Assistenzjob entschieden. Und den hatte ich einen ganzen Monat inne und dann wurde der CEO rausgeschmissen, für den ich tätig war. Und der neue CEO hat sich vorgestellt mit den Worten, I am a popular liquidator, und hat gerade einen recht guten Ton angegeben und mir auch direkt das Gefühl gegeben, dass er meine Funktion nicht braucht. Und das habe ich dann ganz proaktiv bei ihm angesprochen und bin hingegangen und meinte, Mensch, du, ich habe hier gerade erst angefangen, das Unternehmen finde ich toll. Und irgendwie fände ich es auch gerade recht doof, wenn ich gerade wieder einen neuen Job mir suchen muss. Gäbe es denn etwas anderes, wie wir zusammenkommen können, wie du von mir profitieren kannst? Und dann sagte er, ja, Mensch, was kannst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin wirklich gut da drin, Menschen zu motivieren, zu coachen, sie zu trainieren und das Beste aus ihnen rauszuholen. Und dann sagt er, ja, cool, das ist großartig, denn ich habe gerade unseren Trainer rausgeschmissen. Dann bist du ab jetzt unsere Trainerin. Genau, und so kam das dann recht plötzlich, dass der Sprung wirklich ins Trainerdasein entstanden ist. Mhm. Wann war das? Das war 2012. Okay. Genau. Da sieht man wieder, wie man mit Proaktivität eigentlich gewinnen kann, oder? Ja, wirklich, wirklich. Und eben mutig sein und auch versteckte Chancen am Schopf ergreifen. Ne? Ich hätte jetzt auch einfach aussitzen können, warten können, bis er mir die Kündigung hinlegt, aber ja, ich habe dann auch gedacht, nee, da habe ich jetzt wirklich keine Lust zu. Also es ist dann immer witzig, welche Motivationshintergründe dazukommen, innere. Aber ja, auf jeden Fall. Super, schön. Und was machst du heute genau? Also was ist so dein Angebot? Was machst du? Also zum einen gebe ich Trainings und Coachings für Firmen und auch Privatpersonen, wo es vor allem, wie du auch schon gesagt hast, also es geht um Kommunikation in Bezug auf Präsentationstechnik, Leadership ist auch mit dabei und Kundenorientierung. Und aktuell richte ich meinen Fokus allerdings noch viel zielgerichteter aus. Und zwar auf das Thema Auftrittskompetenz oder wie ich es eigentlich fast noch besser finde, Auftrittssicherheit. Und mein Angebot da richtet sich vor allem wirklich an die Frauenwelt. Es ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass ich in Trainings zu ganz anderen Themen von Teilnehmerinnen angesprochen wurde in den Pausen, die dann gesagt haben, oh, wirklich, ich schaffe es so schwer, standhaft meine Nachricht zu übermitteln. Ich bekomme eine zittrige Stimme oder sie wird schrill und ich kriege Flecken am Hals und insbesondere das eben, wenn sie vor Herausforderungen stehen oder in unangenehmen Situationen sind. Und das hat mich irgendwann dazu veranlasst, da etwas mehr drauf zu schauen. Was ist das denn eigentlich, was da passiert? Und das führt einen ganz automatisch zur Gender-Thematik hin. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass Frauen rein vom Genpool her nicht in der Lage sind, souverän aufzutreten. Sagen wir mal so, den Männern fällt es einfach von Natur aus schlichtweg leichter, weil bei ihnen schon mit 3 Jahren in der Sandkiste ein ganz anderes Konkurrenzverhalten vorhanden ist, als das bei Mädchen der Fall ist. Und ich habe mich dazu auch mit Professoren ausgetauscht, eben die mit diesem Thema Gender-Thematik sich befassen seit Jahren und da Untersuchungen zu machen und habe dann darauf basierend jetzt eine 5-teilige Modulserie entwickelt, in der es vor allem um Best Practices geht, die dafür sorgen sollen, dass Frauen sich in jeder Situation wohlfühlen können und Herr über ihren Körper und die typischen Reaktionen von Nervosität und Lampenfieber sind. Und in den Modulen schauen wir uns zum einen eben die innere Haltung an und die damit verbundene Wirkung nach außen, sowie ja, Körpersprache, Kommunikation allgemein im Kontext dazu. Und dann gehen wir ganz gezielt auf das Verhalten und Auftreten in Meetings ein, den Umgang mit Macho-Gehabe oder Stutenbissigkeit im Büro, die mentale Vorbereitung und das Auftreten bei Präsentationen. Und last but not least geht es dann wirklich um die Themen, bei denen Frauen häufig aufgrund von falscher Bescheidenheit
schlechter abschneiden. Und das ist dann die Gehaltsverhandlung und das Beurteilungs- oder Beförderungsgespräch. Und nach den Modulen sollen die Frauen sich wirklich super gut gewappnet fühlen, um ihren Karriereweg souverän, ja, und selbstbewusst und zufrieden vor allem auch meistern zu können. Mhm. Ganz, ganz toll. Das finde ich super, weil ich stelle das natürlich auch hier immer fest. Also auch Kandidatinnen, die dann zu mir kommen. Und es ist interessant auch zu sehen, wenn ich dann frage, was kosten Sie? Ich frage so ein bisschen, so ein bisschen lustig natürlich, sage, was kosten Sie? Was ist Ihre Jahressalärvorstellung? Und bei den Männern genau gleich. Die Frau sagt irgendwie, ja, 95 vielleicht, oder? Und der Mann so, zack, 120, einfach so als Beispiel. Und dann sage ich, genau. Kein Mann würde sagen 95, weißt du? Vielleicht vor allem, oder? Ja, genau. Ja, das stimmt. Genau, vielleicht, oder? Oder ich hatte auch schon irgendwie 103.800 oder sowas. Dann denke ich mal, Mensch, oder dann sagt doch einfach 110 oder sowas, weißt du? Genau. Und das ist schon verrückt. Also wie bringt man das aber raus, Andrea? Wie bringt man das raus? Ja, es hat wirklich viel mit innerer Überzeugung zu tun und sich selbst starkreden innerlich. Es ist so ein witziges Wechselspiel zwischen Gedanken und die Ausstrahlung, die wir nach außen haben. Und es gibt dazu ganz spannende wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass einfach durch dieses Denken und das bewusste Einnehmen von starken Körperposen, von sogenannten Powerposen, dafür sorgt, dass sich der Hormonspiegel und da insbesondere der Testosteronspiegel massiv nach oben verändert. Also wir ein viel stärkeres Testosteronspiegel haben und dafür aber unser Stresshormon, das Cortisol, sinkt. Und wir dann automatisch schon mit einer ganz anderen Haltung in ein Gespräch reingehen. Es ist wirklich, ja, es geht in gewisser Weise in Richtung Mentaltraining, nicht unbedingt auch, aber auch Mentalbewusstsein. Also einfach sich der Kraft, der Gedanken und der Selbstüberzeugung bewusst zu sein, was ich damit bewirken und verändern kann. Und nur weil ich mir vielleicht jetzt einrede, nein, ich sage das jetzt richtig selbstbewusst, 120.000 und that's it, keine andere Chance. Selbst wenn ich daran so ein bisschen zweifle, wenn ich mich zwinge, dahinter zu stehen und das selbstbewusst zu sagen mit durchgedrücktem Kreuz und einem souveränen, aufrichtigen Lächeln im Gesicht, dann wirkt das auch. Also es gibt eine amerikanische Professorin, die hat das so schön betitelt, Amy Cuddy heißt sie. Sie sagt, fake it until you make it. Und das ist wirklich fantastisch, wie was sie zum einen an wissenschaftlichen Ergebnissen bekommen hat mit der Zeit zu dieser Thematik, aber auch wirklich dieses fake it until you make it, oder sie führt es sogar so weit, dass sie sagt, fake it until you become it. Also tu einfach so, als ob, bis irgendwann sich das auch in dir so gefestigt hat und du wirklich automatisch diese Souveränität und Überzeugungskraft hast. Okay. Ja, wahrscheinlich hat das schon noch etwas, genau. Na, ich stelle es einfach immer wieder fest, dass es schon faszinierend ist, wie sich die meisten Frauen, es gibt nicht alle Frauen, es gibt einige, und da habe ich Riesenfreude immer, wenn auch eine Frau auftritt und sagt, das bin ich wert und ja, das möchte ich auch haben, und da einen guten Preis auch für sich auch verlangen, der zum Teil sogar noch höher ist wie bei den Männern, wo ich sage, ja, stimmt, die hat auch etwas zu bieten, die hat entsprechend die Berufserfahrung und das ganze Studium und der Auftritt passt auch dazu, das ist super, da habe ich immer Riesenfreude. Ja. Aber bei den allermeisten ist es leider nicht der Fall. Ja, das stimmt. Ne, klasse, okay, super. Was genau begeistert dich jetzt an deinem Job? Ich meine, man spürt ja man sieht deine Augen, die leuchten. Was genau begeistert dich? Am meisten begeistern mich die glücklichen Gesichter nach den Trainings und Coachings und auch einfach das Gefühl, Großartiges bei den Teilnehmenden bewirkt zu haben. Und wenn sie im Nachhinein dann zu mir kommen und sagen, oh, ich hatte das Gespräch und ich habe sogar noch mehr bekommen, als ich dachte, dass ich kriege, oder ja, ich habe den anderen ausgestochen, bei dem ich sicher war, dass er die Beförderung bekommt, oder auch bei einem Auftritt. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Coaching mit jemandem, der bei der Uni Zürich einen Vortrag halten sollte vor großem Publikum. Und
der mir dann auch hinterher gesagt hat, wow, es war perfekt, es hat alles genauso geklappt, wie wir es durchgegangen sind, wie wir es vorbereitet haben. Das ist das, was mich auch wirklich stolz macht auf meine Teilnehmenden, auf meine Coaches. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, da etwas verändern zu können, dass die anderen sich besser fühlen. Mhm. Kannst du das vielleicht mal skizzieren? Also wie funktioniert das genau? Also wenn jetzt so eine, ich sag mal, du richtest dich, glaube ich, vor allem an Frauen, ist das schon richtig, oder? Ja, genau. Genau. Mhm. Also wenn so eine Frau zu dir kommt, mit so einem Thema im Sinne von, ja, wahrscheinlich mache ich mich zu klein. Ich weiß ja, dass ich sehr viel kann und wahrscheinlich auch viel besser kann als einige andere, aber ich kann das nicht so richtig präsentieren. Wie kannst du mir helfen? Also kannst du das vielleicht mal kurz aufzeigen, was du dann machst und wie du da grundsätzlich vorgehst, damit sich die Hörerin jetzt in dem Fall auch das Bild vorstellen kann? Ja, also zu Beginn geht es wirklich erst einmal, wenn es in einem Coaching-Rahmen ist, geht es erstmal darum zu schauen, okay, wie ist die Ist-Situation? Wo kommen vielleicht gewisse Glaubenssätze her? Denn häufig sind es ja Glaubenssätze, die uns da massiv treiben und steuern, denen wir uns gar nicht so bewusst sind, dass sie in dieser Form existieren. Und deshalb ist es erstmal so ein bisschen graben in dem Ist und in der Vergangenheit, um zu gucken, was hat dafür gesorgt, dass es jetzt so ist. Dann, wie ist die Situation aktuell? Und natürlich auch, wie wäre Best Case Scenario? Und das ist ja nicht an mir, das festzulegen, sondern an meiner Kundin. Und da arbeiten wir dann Wege aus, zum einen, okay, was ist im Rahmen des Möglichen, um das zu erreichen? Und dann geht es wirklich um Techniken, die maßgeschneidert dann auf die Kundin entsprechend ihr gezeigt, erklärt werden, die angewendet werden, gerne auch in Rollenspielen oder mit Videos auch. Und gerade wenn wir über das Thema Auftrittssicherheit, Auftrittskompetenz reden, ist das Video nun mal der beste Feedbackgeber, also der toppt jeden. Es ist immer spannend, sich selbst zu sehen, oder die meisten finden es eher schrecklich, aber es wäre schön, wenn dieser Gedanke wäre, wow, es ist spannend, das zu sehen. Und ich sage auch meinen Kundinnen immer, guck es dir jetzt nicht an und sag, oh mein Gott, wie sehe ich aus und was mache ich und meine Stimme überhaupt, sondern schau wirklich aus der Vogelperspektive und denk, diese Person da, die ich da sehe, was macht die gut? Was gefällt mir an dieser Person? Dass man auch erstmal versucht, über das Positive da zu schauen, also das Positive stärken. Ne? Das ist auch das, worauf ich abzielen möchte. Auch wenn wir in Richtung Führungsetagen gehen und diese Thematik, warum sind so wenig Frauen in hohen Führungspositionen? Und wenn man dann die Männer hört, die dann sagen, naja, die Frau ist plötzlich irgendwie so Mann, das finden sie auch total komisch. Oder die Frau meint, sie muss irgendwie die riesen Ellenbogen aufsfahren und bissig werden oder so, um nach oben zu kommen. Ich finde, es geht nicht darum, dass die Frau mehr Mann wird, um erfolgreicher zu sein, sondern die Frau muss ihre weiblichen Stärken stärken. Und das ist das, was wir dann effektiv auch in dem Kontext anschauen, wie das passieren kann. Ich habe gerade gestern von einem sehr interessanten Artikel gehört, ich habe ihn noch nicht gelesen, wo es einfach auch wieder um Führungskräfte ging und darum, dass die bescheidenen Führungskräfte die erfolgreicheren sind. Vor allem, weil sie ihr Team auch erfolgreicher machen durch ihr bescheidenes Verhalten entgegen den Personen, die ja wie King Kong auftreten. Mhm. Genau. Ist ja auch, kennst du das Buch Good to Great von Jim Collins? Nee, noch nicht, aber ich setze es dann gerade auf eine Liste. Die haben das untersucht. Die haben geschaut, okay, was macht ein wirklich großartiges Unternehmen besser wie ein gutes Unternehmen? Also haben dieses Quäntchen. Und die haben genau das, die nennen das Level 5 Leadership und haben genau das auch herausgefunden. Das also die Bescheidenheit ist auch ein Aspekt davon gewesen. Ja. Und davon hat die Frau von Natur aus etwas mehr. Und deshalb denke ich eben, Frauen können so großartige Führungspersönlichkeiten werden. Da möchte ich gerne einen Beitrag zu leisten. Super. Genau. Fantastisch. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Das finde ich großartig. Also stärken, das ist ganz, genau. Ganz toll. Ja. Super. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar, kannst du heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Jeden Tag
das machen, was ich am liebsten und am besten kann? Jein. Mehr ja oder mehr nein? Mehr ja, auf jeden Sehr Fall. Gut. Auf jeden Fall. Also beruflich, muss ich sagen, bin ich unglaublich glücklich über meinen Schritt in die Selbstständigkeit, auch wenn der Schubs dahin sehr unangenehm und unschön war. Aber das, was jetzt für mich daraus geworden ist, ist großartig und fühlt sich toll an. Ich liebe dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit und ja, es macht mir richtig Spaß. Jein, vor allem vielleicht auch, weil insbesondere das Muttersein, ich habe zwei kleine Jungs, die sind 5,5 und der zweite wird gerade 3 jetzt in 2 Wochen, das stellt mich immer wieder vor Herausforderungen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen. Und das ist teilweise wirklich, ja, challenging, aber es treibt auch einfach an. Und ja, wenn ich jetzt zurückschaue, so auf berufliche Stationen, war es oft so, dass ich nicht unbedingt das tun durfte oder konnte, was ich am besten kann. Aber hat es mir nicht geschadet. Es ist ja, muss ja auch nicht immer nur Cherry-Picking sein. Vor allem kommt man so ja meist auch nicht weiter. Genau, ich finde. Super, jetzt habe ich eine kleine philosophische Frage. Und zwar, was würdest du als deine Berufung beschreiben oder deine Bestimmung? Vielleicht auch, warum bist du auf diesem Planeten gekommen? Was ist dein Purpose? Was ist dein Warum? Dein Wofür? Mein Wofür ist, ja, wenn ich es auch auf, ich sag's mal auf Englisch, also mein Wofür ist wirklich auch den anderen zu zeigen, how to become the best version of yourself. Ich bin ein unglaublicher Optimist, ich bin wahnsinnig positiv und bin selbst manchmal überrascht darüber, wie ich es schaffe, in wirklich negativen Situationen trotzdem einen positiven Outcome für mich persönlich und innerlich auch zu erzielen. Und das ist etwas, was ich einfach unglaublich gerne auch weitergebe an andere, weil es mich selber oft auch frustriert, wenn ich durch Zürich gehe. Also jeder, der mir begegnet, sieht mich meist mit einem Lächeln im Gesicht. Und wenn ich dann in die ganzen grimmigen Gesichter gucke, das ist teilweise ja, frustrierend ist übertrieben, aber schade, denke ich einfach. Es ist so schade. Wir könnten so viel leichter, denke ich, haben, wenn wir ein bisschen ja, optimistischer dann durchs Leben gehen würden. Ja. Kann ich hundertprozentig zustimmen. Absolut. Genau, absolut. Wobei, ich habe auch eine interessante Erfahrung. Ich habe jetzt gerade einen Podcast aufgenommen zum Thema Freundlichkeit. Und ich habe das erlebt, dass auch ein Gast damals, ich war ja Skilehrer, extrem grimmig dreingeschaut hat. Aber dieses grimmige Dreinschauen hat wirklich mehr damit zu tun gehabt, dass er alles richtig machen wollte. Und das hat gar nichts mit einer Genervtheit oder sonst was zu tun gehabt, sondern war halt extrem angestrengt. Und ich frage mich das auch, eben wenn ich durch die Stadt gehe, denke mir, sind die alle so angestrengt oder an was denken die gerade? Was geht denn denen ab? Da ist wenig Leichtigkeit. Und wenn man mit dir so redet, wenn man dich so sieht, dann ist sehr viel Freude da, sehr viel Leichtigkeit. Und das haben tatsächlich die wenigsten. Und ja, ich finde es auch schade. Gleichzeitig denke ich mir, man muss immer vorsichtig sein, weil es gibt ja vielleicht, nur wenn jemand grimmig schaut, im ersten Moment heißt er noch nicht, dass er dann wirklich auch grimmig ist. Ja. Das stimmt. Nur ist es ja eben, das geht auch so ein bisschen auf meine Thematik zurück, diese Rückwirkung, die alleine dieses grimmige Gucken oder es gibt ja diese schöne Übung, wo man sich einen Stift in den Mund steckt und alleine die Bewegung der Muskeln vom Mund dem Gehirn sagen, hey, ich bin glücklich, weil der Mund bewegt sich so und so und das ist Lächeln und dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Deshalb ja, bin ich da sehr vernarrt drauf, dass doch eben ein positiver Gesichtsausdruck kann schon die ganze Haltung sowas wie verändern und verbessern. Ich sehe das auch so 100%. Super, wunderbar. Vielen Dank dafür. Jetzt, apropos weitergeben, wenn wir so zurückgehen, so eine gedankliche Reise machen zur 20-jährigen Andrea, gibt es etwas, was du ihr noch mit all deinem Wissen von heute noch gerne so mit auf den Weg gegeben hättest? Wenn ich zurückdenke, also ich bin relativ streng und konservativ erzogen worden und bei uns war auch immer klar, jeder macht alle Aufgaben, jede Aufgabe ist wertvoll und so weiter.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, sei dir nicht zu schade, Arbeiten zu verrichten, die in deinen Augen vielleicht nicht besonders attraktiv sind. Wobei eben, ich habe das auch nie so empfunden. Ich erinnere mich noch gut an den Tag im Hotel, wo ich den Champagnerkeller reinigen durfte den ganzen Tag bei -3 Grad. Und das war wirklich nicht schön und es hat mich auch nicht weitergebracht, aber es hat mich auch nicht umgebracht. Und ich denke, wenn ich jetzt so heute gucke, die Generation Z, mache ich mir manchmal schon Sorgen. Da ist mir auch schon passiert, dass ich einen Lernenden gebeten habe, das Papier im Drucker aufzufüllen und es dann hieß, ob es dafür nicht eine Assistentin gibt. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie diese Erwartungshaltung und Anforderungshaltung teilweise so unglaublich hoch ist bei den Jugendlichen. Und deshalb wäre ich jetzt in dieser Situation als 15-, 20-jährige Andrea, würde ich sagen, hey, sorry, aber alle Arbeiten gehören dazu und das muss man lernen und begreifen, weil sonst kann dein Unternehmen nicht funktionieren. Auch wenn du es nicht sexy findest und es vielleicht nicht entlohnt wird und dir keinen direkten Mehrwert bietet. Sehr schön. Sehr gut. Und apropos Mehrwert, was bietet dir heute von Mehrwert? Und zwar die Frage Richtung Programme, Internetressourcen. Gibt es da irgendwelche Helferlein und Sachen, die dir einfach helfen, deinen Alltag besser und optimaler zu gestalten? Also rein contentmäßig stehe ich total auf TED Talks und bin viel auf YouTube unterwegs und schaue mir da Videos an, um mich auch immer weiter inspirieren zu lassen. Gerade wenn es um Präsentationsgeschichten geht, um die Art und Weise, wie jemand eine Präsentation einleitet oder rein das Auftreten. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. Und dann bin ich jetzt seit kurzem, ich habe es erst vor kurzem so richtig kennengelernt und dann schätzen gelernt, ein Riesenfan von Google Docs und arbeite da nur noch mit der Spracheingabe. Also es ist dann wie ein Word-Dokument, das ich habe und ich tippe auf einen Knopf und sprich nur noch auf, was ich sonst geschrieben hätte. Und das ist für mich wirklich ein gewaltiger Zeitgewinn. Und hinterher kann ich das dann da gerade formatieren. Und das für mich auch Beruhigendste an der ganzen Sache ist, dass es wirklich im Sekundentakt alle Änderungen abspeichert. Und es nicht passieren kann, dass mein Computer abstürzt und plötzlich ist alles weg, was ich gerade in mühseliger Arbeit geschrieben habe. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen. Super. Braucht man dazu ein spezielles Mikrofon oder kann das jeder mit seinem Laptop machen oder auch Handy oder vielleicht sogar? Ja, also es funktioniert einfach mit dem Mikrofon, das auf dem Device drauf ist, also Laptop, Handy und so weiter. Das Einzige, was ist, man muss es mit Chrome öffnen. Also man kann Google Docs auch mit einem anderen Internetprovider öffnen, allerdings funktioniert dann die Spracheingabe nicht. Ah, eben, genau. Okay, genau. Super. Wunderbar, danke vielmals. Gibt es auch noch irgendwelche Bücher, vielleicht auch Hörbücher, wo dich inspiriert haben oder auch gerne hier weitergeben könntest? Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich fast nur noch mit Hörbüchern unterwegs. Allerdings, sobald es in Richtung Sachbücher geht, dann sind sie doch in der Hard-Version bei mir zu Hause. Es gibt drei, die ich gerne weitergeben möchte. Und zwar ist das eine Schluss mit diesen Spielchen von Ulrich und Renate Dehner. Das geht so in Richtung Transaktionsanalyse und Dramadreieck. Und da geht es vor allem darum, warum Konflikte entstehen und dass es auch immer die gleichen Muster gibt. Es wird dann anhand von dem Dramadreieck erklärt und sie beschreiben so wunderschön Alltagsspielchen, sei es jetzt Nachbarschaftsspielchen oder Bürospielchen, Partnerspielchen. Und es liest sich wie ein Roman, in dem ich mich ständig wiedergefunden habe und mir auch dann manchmal gedacht habe, aha, du kleine Schweinebacke. Hast du ein Spielchen mit mir gespielt in der Situation? Also es war sehr viel Wiedererkennungswert und sehr lehrreich, um herauszufinden, wie man diese Muster durchbrechen kann, um nicht immer wieder auf diese gleichen Trigger einzusteigen. Das ist das eine. Dann habe ich auch gerade wieder ausgeliehen, ist der Minutenmanager und der Klammeraffe von Kenneth Blanchard. Und in dem geht es um Zeitgewinn durch gutes Managen und Delegieren. Und wie der Titel schon sagt, es geht dann um Klammeraffen. Und es verbildlicht dann auch so schön, dass der Mitarbeiter, der zum Vorgesetzten kommt und sagt, oh, ich habe da ein Problem, ich komme hier nicht weiter und so. Und der Manager sagt dann, ja, okay, ich schaue es mir mal an. Und in dem Moment klettert der Affe
der auf dem Rücken vom Mitarbeiter war und mit ihm durch die Tür gekommen ist, auf den Rücken vom Manager. Und irgendwann hat der Manager sein Büro voller Affen. Und das ist wirklich, wie ich finde, auch großartig anschaulich geschrieben. Und es sorgt dafür, dass man keine Lust mehr hat, diese Dinge anzunehmen und ständig Affen auf den Rücken anderer sieht. Und das Dritte wäre zum Thema Rhetorik und Auftritt, das ich da sehr empfehlenswert finde, weil es auch sehr angenehm und gut zu lesen ist, das Rhetorik im digitalen Zeitalter von Michael Illers. Er hat eine tolle Art zu schreiben. Es sind auch alles Geschichten. Er ist sehr gut im Thema Storytelling und diese Aspekte zur Rhetorik werden dadurch sehr anschaulich einfach von ihm verpackt. Genau. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Empfehlung. Das ist wunderbar. Jetzt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne jetzt mit Andrea mal in Kontakt treten. Wie macht man das jetzt am einfachsten bei dir? Am besten über meine Website und das Kontaktformular oder E-Mail-Adresse, also www.ah-training.com. Die wird auch gerade noch überarbeitet, damit dann die neue Modulserie auch entsprechend drauf ist. Aber darüber kann man mich am besten erreichen, genau. Okay, und Social Media, oder, LinkedIn, genau, Facebook. Genau, oder sonst über LinkedIn auf jeden Fall. Auf Facebook bin ich auch allerdings mit meinem privaten Profil soweit erstmal unterwegs. LinkedIn sonst auch sehr gerne. Xing wäre auch noch eine Möglichkeit, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie ein bisschen am Sterben nicht, aber sagen wir mal einschlafen. Genau. Sehr gut. Okay, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, Andrea. Hat mir total viel Spaß gemacht und war sehr erfrischend. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg jetzt auch mit deinem Start letztlich oder neuen Homepage und mit deinem Angebot. Alles Gute und bis bald dann wieder mal. Ja, herzlichen Dank, Christoph, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.